Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Johannes Ungerer und du befindest dich hier auf diesem Kanal. Und heute machen wir was ganz Besonderes, denn wir schauen uns mal auf dem Kanal von Dirk Kräuter gemeinsam sein aktuellstes Video an und sprechen einfach mal darüber. Und ich gebe einfach mal meinen Senf dazu. Und vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Vielleicht auch nicht, aber du bist ja faktisch hier auf diesem Video irgendwie gelandet und deswegen machen wir das doch einfach mal. Wir sprechen also heute über das Video von Dirk Kräuter. Es ist so einfach, heißt das Video, die Erfolgsformel. Also, so, wir drücken jetzt einfach mal auf Start. Formel für Erfolg als Unternehmer oder als Selbstständiger. Die Formel für Skalieren. Wie skaliert man? Ist ja so ein Modewort jetzt gerade, so wie Mindset auch skalieren. Aber es gibt eine ganz einfache Formel. Ich habe ewig gebraucht, um die wirklich zu finden, aber es gibt eine ganz einfache Formel. Die Formel ist, du brauchst zuerst. Also bevor wir zur Formel kommen, Dirk fängt ja erst einmal an, er zeigt sich auch auf der Bühne und sagt natürlich erstmal, gut, der Erfolg ist grundsätzlich einfach und er hat sozusagen hier eine Formel herausgefunden, die wir dann jetzt möglicherweise kennenlernen dürfen. Nachfrage. 95% der Startups scheitern in den ersten 5 Jahren. Wenn man die befragt, woran sie scheitern, sagen die meisten, wir haben zu wenig Nachfrage gehabt. Heißt im Klartext, die Kunden wussten nicht, dass es dich gibt. Du hast keine Sichtbarkeit. Und Nachfrage erzeugst du mit Marketing. Mach Marketing. Okay, spannend. Hier unterbreche ich jetzt mal das erste Mal. Diese Aussage, Nachfrage erzeugst du durch Marketing, ist eine sehr interessante Aussage. Bin ich mal gespannt. Also schreibt gerne mal mit in die Kommentare, ob ihr dem zustimmen würdet oder nicht. Also Nachfrage erzeugst du durch Marketing. Das ist ganz interessant. Sehr interessant. Das bedeutet, wenn ich kein Marketing machen würde, dann gäbe es keine Nachfrage. Ja, ist das richtig? Wenn ich kein Marketing machen würde, gäbe es keine Nachfrage, weil ich die Nachfrage nur durch Marketing erzeuge oder erzeuge ich sie nur teilweise durch Marketing? Oder ist sie vielleicht auch ohne Marketing vorhanden? Das sind einige, ja, ganz interessante Fragen dazu. Wir schauen einfach mal weiter und dann knüpfen wir da sicher gleich nochmal an. Als Anfänger, komm in die Sichtbarkeit, sorg dafür, dass Menschen dich wahrnehmen, Interesse haben an dem, was du anbietest und dann bei dir anfragen und sagen, will ich haben. Wir haben gestern eine Insta-Story gemacht zu diesen Sneakers. Und da sind so viele. Ist es jetzt Marketing, wenn ich einen Kunden habe, der sehr zufrieden ist und der seinem Freund davon erzählt und sein Freund kommt in meine Dienstleistung, bucht meine Dienstleistung oder kauft mein Produkt? Kommen, ey, wo kann ich denn das bestellen? Oh, wo gibt's denn das? Ey, was kosten die? Ab wann gibt's sie denn? Die allermeisten Startups scheitern daran, dass sie das mit der Nachfrage nicht auf die Reihe kriegen. Der zweite Schritt ist, du musst Umsatz generieren aus dieser Nachfrage. Du musst es schaffen, die Eimer, die gefüllt sind nach dem Regen, die Eimer, die gefüllt sind, auch in Geld zu konvertieren, die Aufmerksamkeit zu konvertieren. Und das Wort heißt, du musst lernen zu verkaufen. Du musst lernen zu verkaufen. Du musst lernen, die Sichtbarkeit zu konvertieren in Umsatz. Und jetzt Wow, mal. okay. Okay, sehr spannend, sehr spannend. Also erstmal danke, Dirk, für deine Offenheit, beziehungsweise auch, dass du das hier teilst. Finde ich erstmal grundsätzlich richtig geil. Also, wow. Du gehst davon aus, lieber Dirk, dass du. Du gehst davon aus, dass du den Menschen etwas verkaufen musst. Finde ich sehr interessant. Finde ich wirklich sehr interessant. Also es ist ein ganz interessanter Ansatz, den du da hast. Und ja, wir schauen einfach mal weiter und schauen mal, wohin sich dieses Video noch entwickelt. Bisher war es ein ja, ziemliches Glaubenssatzgemetzel. Folgendes, viel Nachfrage, du verkaufst gut. Du steigerst die Nachfrage, du verkaufst noch mehr. Deine Abschlussquote muss sein, habt ihr von gestern noch, größer 80%.
Wenn ihr das schafft, die 80%, dreht ihr hier oben immer weiter auf. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. So, dann schafft ihr das irgendwann nicht mehr alleine. Dann macht ihr in der nächsten Stufe höhere Preise. Gestern saß eine Ghostwriterin neben mir. Da sage ich, was nimmst du denn für ein Buch? Ja, sagt sie, 16.000 bis 20.000. Und jetzt wird das mal... Also, ja, ist ganz nett, was ihr hier erzählt. Und gleichzeitig, ja, also Nachfrage erzeugt man nicht, sondern im Wort Nachfrage steckt ja schon drin, was das überhaupt bedeutet, was das ist. Also Nachfrage ist, wenn jemand nach etwas fragt. Und dafür muss ich kein Marketing machen, damit jemand nach etwas fragt, ja. Sondern entweder jemand fragt nach etwas oder eben nicht. Das sind die zwei Möglichkeiten, entweder er fragt oder er schweigt. Aber du kannst Nachfrage nicht erzeugen durch Marketing oder sonst irgendwelche Maßnahmen. Entweder es gibt einen Menschen, der nach etwas fragt und dann kannst du ihm das beantworten oder er fragt nach einer Empfehlung oder sonst etwas und du kannst ihm was empfehlen oder er sagt, er hat Durst und fragt, ob du ihm eine Apfelschorle verkaufen kannst, dann kannst du ihm eine Apfelschorle verkaufen. Das ist Nachfrage, ja, und die kann man nicht erzeugen. Wir können nicht durch Marketing erzeugen, dass der Mensch Durst hat, sondern entweder der Mensch hat Durst oder eben nicht. So viel Nachfrage. So, was ist der Tipp, den ich gestern Abend gegeben habe? Ab sofort, kein Kunde mehr unter 30.000. Kein Buch mehr unter 30.000. Und wenn du drei Bücher davon gemacht hast für 30.000, nimmst du 40.000. Und wenn du drei weitere für 40 gemacht hast, nimmst du 50.000. Und dann, ihr bleibt erstmal hier in den Preisen und dann geht ihr in die Stufe 3. Und die Stufe 3 ist dann das Skalieren. Oh, jetzt kommt noch die emotionale Musik dazu. Und das macht ihr erstens über Prozesse und zweitens über Mitarbeiter. So, das ist die Formel. Zuerst Prozesse skalieren, so weit wie möglich über Prozesse skalieren, weil Prozesse werden nicht krank, haben keinen Burnout, wollen nicht mehr Geld, so. Und wenn das an die Grenzen kommt, dann skaliert ihr mit weiteren Mitarbeitern. So, und das ist der Prozess. Sehr geil, ja. Lieber Dirk, genauso kann man das machen. Ja, oder man macht es sich einfach leicht und man streicht einfach alles, außer das erste Wort, Nachfrage, und man beschäftigt sich wirklich nur noch damit. Ja, man beschäftigt sich wirklich nur noch damit, nach was fragen die Menschen. Und man lässt den Rest einfach geschehen. Immer mehr Nachfrage. Abschlussquoten von 80% hinkriegen bei den richtigen Kunden. Noch mehr Nachfrage. Noch besser abschließen. Preise permanent erhöhen. Permanent erhöhen. Es war nie leichter, die Preise zu erhöhen als heute. Es war nie leichter. Seit dem Zweiten Weltkrieg war es nie einfacher. Und dann skalieren über Prozesse und Mitarbeiter. Das ist die Blaupause für, wenn jemand anfängt. Oder wenn jemand sein Unternehmen jetzt skalieren will. Das ist die Blaupause. Das ist die Blaupause. Alles klar, danke Dirk, ja. Danke, danke für das sehr unterhaltsame Video, muss ich wirklich sagen. Sehr krass, wie kompliziert man Verkaufen erklären kann. Wenn du lernen möchtest, wie es auch ganz einfach geht, dann komm doch einfach mal zu uns ins Bootcamp. Mehr Informationen darüber findest du auf kraftvollerunternehmer.net. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast, dein Johannes.